geht es voran? Fast fertig. Du wurdest in Rosalit geboren, oder? Nächstes Mal macht Sid Kupgar einen Kopf kürzer. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Die Besuchszeit ist vorbei, Eure Lordschaft. Nicht alle Adligen haben es rausgeschickt. Otto, bist du beschäftigt? Wann bin ich das nicht? Wie geht es Jill? Einigermaßen. Taya sorgt dafür, dass sie sich ausruht. Gut. Gibt es irgendwas Neues zu Kupka? Vivien versucht, ihn ausfindig zu machen, aber ohne zuverlässige Hinweise. Wir haben den Fluchbrechern und unserem Verbündeten im Westen Pestolas Bescheid gegeben, dass sie die Augen offen halten sollen. Bisher kam nichts, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Da ist er ja. Hallo, Clive. Rettest du etwa immer noch die Welt? Nicht. Du bist schon zurück? Jetzt, ja. Was ist mit deinem Studium? Verschoben. Weil Kupka in Rosaria einmarschiert ist. Ganz Canva dreht deshalb am Rad. Er ist verrückt, außer Kontrolle. Wir sind die Nächsten. Wer soll bei so einem Trara lernen können? Schon gut, schon gut. Ich bin ruhig. Wie lange bleibst du denn diesmal? Weiß nicht. Eine ganze Weile. Wo ich dich schon mal am Wickel hab. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Mit. Du kannst nicht erwarten, dass... Bitte, auch um meiner Willen. Während wir weiter nach Kupka suchen, solltest du etwas Zeit haben. Professor, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Sonst steckt die Nase immer in einem Wälzer. Heute auch. Bis mich eine vertraute Stimme rausgelockt hat. Deine Existenz ist wirklich wie eine frische Brise, die meine mühsam gesammelten Gedanken in Sekunden durcheinanderwirbelt. Das nehme ich mal als Kompliment. Clive, du hast Frau Professor gehört. Also, ich warte im Lagerraum auf dich. Hey, wo bist du hin? Wegen frische Brise. Wohl eher ein Wirbelsturm. Hey, Otto. Her mit den Gill. Wie? Wovon redest du? Von meinem Lohn fürs Übersetzen von Mit. Sie meinte, du bezahlst. Dieser Frechdachs. Dann zum Lagerraum. Mal sehen, was Mit von mir will. Was? Wenn ich mit... Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Bist ganz schön lahm. Ich hab zu tun, Mit. Dann mache ich's kurz. Ich will den Raum da unten zu meiner Werkstatt umbauen, so wie ich früher eine hatte. Mit, du bist gerade erst zurück. Na und? Ich hab schon eine Weile dran gedacht. Paps fand, ich hätte Talent zum Tüfteln.
Er hat mir alles beigebracht und mich dann sogar zum Studieren nach Kanva geschickt. Er hat sich was für mich gewünscht, dass ich mein Wissen eines Tages für unser Ziel einsetze. Aber an der Schule helfe ich niemandem. Ich habe genug gelernt, Zeit, mich nützlich zu machen. Ich weiß, dass ich den Leuten hier helfen kann. Und das will ich auch. Sieh mal einer an. Sid wäre stolz auf dich. Na gut. Ich sag Otto, dass du hier bleibst. Ha! Ich wusste, dass du ja sagst. Deswegen habe ich eine Liste mit Aufgaben für dich. Für mich? Ja, klar. Und was kann ich für dich tun? Als erstes brauche ich eine Ausstattung und Material für meine Projekte. Hier sind Pläne für ein paar Werkzeuge und Rohstoffe für die Herstellung. Das andere Zeug kann ich verarbeiten. Ich brauche nur einen Wohltäter, der es für mich besorgt. Außer das Holz. Dafür brauche ich einen Schreiner. Aber ich leih mir deinen. Sonst noch Wünsche? Keine. Vielleicht nächstes Mal wieder. Wo fange ich an? Material und Werkzeug. Auf zu Karon und Schledorn. Nächstes Mal macht Sid Kupka einen Kopf kürzer. Du wurdest in Rosalit geboren, oder? Wie geht das voran? Fast fertig. Hab mich gewundert, wo du steckst. Mit ist zurück aus Kanva. Warst du bei ihr? Vorhin. Sie will eine Werkstatt im Lagerraum einrichten und hat mich um etwas Material gebeten. Hier ist die Liste. Denkst du, du kannst das alles besorgen? Mehr nicht. Das bisschen besorge ich dir doch sofort. Gut zu wissen. Die Bezahlung. Nicht nötig. Dieses Mädel hat schon so viel für uns geleistet. Ohne ihre Filter gäbe es hier nichts als fauliges Wasser zu trinken. Und das hätte uns schon vor langer Zeit erledigt. Da hast du recht. Ich leite alles an mit weiter, wenn es da ist. Danke, Karon. Was ist denn? Was suchst du denn? Ist alles ausverkauft. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Fertig? Aha! Keine Angst.
Schledorn. Beschäftigt? Wonach sieht's denn aus? Ich habe einen Auftrag für dich. Von Mit. Sie braucht ein paar Werkzeuge. Kannst du die schmieden? Meine Güte. Was will sie denn damit bauen? Ein Luftschiff? Ich tue, was ich kann. Jackie, ich werde sie ihr bringen. Irgendwann. Danke. Von uns beiden natürlich. Fehlt nur noch der Schreiner. Ich red mal mit Bardolf. Wie kann ich helfen? Willst du was schmieden? Pass gut drauf auf, ja? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. War's das? Gut, Clive. Ich dachte immer, ich hätte den Bogen raus, was Lederarbeiten angeht, aber... Nee. Ich red schon wieder viel zu viel. Lass mich in Ruhe. Ich krieg mit Sachen schon hin. Gib mir nur etwas Zeit, die Pläne zu verstehen. Etwas Schmieröl vertragen. Das sollte fürs Erste reichen. Na, Sid, wie geht's? Bardolf? Mit will sich hier eine Werkstatt einrichten und braucht die Hilfe eines guten Schreiners. Und da wärst du die erste Wahl. Ich würde der jungen Dame gerne zur Hand gehen. Aber leider habe ich im Moment alle Hände voll zu tun mit Reparaturen. Zu viele Löcher, die gestopft werden wollen, damit uns der Laden hier nicht unterm Hintern absäuft. So gern ich ihr auch dabei helfen würde, ich habe einfach keine Zeit für noch mehr Arbeit. Ach, verstehe. Muss ja nicht unbedingt ich sein, oder? Wie wär's mit, weißt schon, der arbeitet bei Marthas Rast. Burnett, oder? Ach, stimmt. Er hat uns früher schon geholfen. Mal sehen, ob Martha ihn entbehren kann. Danke, Bardolf. Selbstverständlich. Wir stellen schon wieder Unfug an. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr.
würden wir nur ohne dich machen, Sid? Du bist der Fels, an dem wir uns alle festhalten können. Schledorn könnte zwar männlicher nicht sein, aber ihm fehlt eine gewisse Zärtlichkeit. Götz dagegen ist groß. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Sind. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Man hört, dein Späher hat sich in Rosalie zu einem richtigen Helden gemausert. Er soll eine Gruppe verängstigter Stadtbewohner aufgespürt und in Sicherheit gebracht haben. Das behauptet er jedenfalls. Was führt dich denn zur Rast? Unser Heim bräuchte Hilfe von einem guten Schreiner. Könnte ich vielleicht Bernard für eine Weile ausleihen? Wenn er nichts dagegen hat. Eine Hand wäscht die andere. Danke, Martha. Wo finde ich ihn denn? Er hat wohl oben in Cressida zu tun. Aber keine Ahnung was. Ist ja verlassen. Soweit ich weiß, ist er noch dort. Dann suche ich ihn mal. Wirklich sofort nach Rosalith, als die Dalmeker angegriffen haben? Ich wäre in die umgekehrte Richtung gerannt, und zwar so schnell mich meine Beine getragen hätten. Und los. Flieg, Ambrosia! Das ist ja mein Lebensretter. Was führt dich denn hierher? Du, Bernard. Martha meinte, du seist wohl hier. Ich habe eine Bitte an dich. Ach, wirklich? Eine Werkstatt bauen? Allemal interessanter als Brücken zu reparieren. Und
Wenn Martha mich für eine Weile entbehren kann, warum nicht? Sag mir nur, wo ich hin muss. Das höre ich gern. Ich hätte selbst noch eine kleine Bitte, wenn möglich. Was denn? Das da ist Cressida, meine Heimat. Und die letzte Ruhestätte meiner geliebten Eltern. Ich wollte sie mal wieder besuchen. Hab sogar die Brücke gepflegt, um rüberzukommen. Aber dann war das ganze Dorf voller Bestien. Du hast doch ganz schön viel Erfahrung im Umgang mit solchen Viechern, oder? Könntest du nicht vielleicht? Versteht sich doch von selbst. Oh, ich danke dir. Sei vorsichtig. Das haben wir gleich. Das wäre erledigt. Das hat ja nicht lang gedauert. Danke, Junge. Jetzt können meine Eltern wieder in Frieden ruhen. Wann wurde das Dorf denn aufgegeben? Nach dem Fall von Rosaria sind die Leute allmählich weg. Die Fäule und Kaiserliche, das hält niemand aus.
Die letzten müssen vor etwa 10 Jahren gegangen sein. Es könnten aber auch 100 sein, wie es hier aussieht. Ich erkenne kaum was wieder. Tut mir leid. Ach, nicht doch. Es war schön, aber vergangen ist vergangen. Ich spreche nur noch ein Gebet für meine Familie. Dann komme ich zu euch. Wir sehen uns. Das wäre alles auf Nitz' Liste. Schnell zurück, bevor ihr noch mehr einfällt. Stellen schon wieder Unfug an. Solltest du dich nicht etwas ausruhen, Sid? Hallo, Clive. Ist alles erledigt? Ist es. Ich habe dein Material bestellt und ein Schreiner mit Namen Bernard ist auf dem Weg hierher. Das ist spitze. Danke, Clive. Brauchst du sonst noch irgendwas? Nö. Schledon und Tante Karon haben mir schon alles besorgt und mein Bauplan ist auch fertig. Sobald Bernard da ist, kann's losgehen. Kann's kaum abwarten. Das wäre meine gute Tat für heute. Mal sehen, wie es Jill geht. Ah, Clive. Taya. Wie geht's Jill? Schon besser, aber sie braucht immer noch Ruhe. Natürlich. Kümmer dich gut um sie, ja. Ich gebe mir Mühe. Oh, Gav hat nach dir gesucht. Meinte, er will dir was im Archiv zeigen. Im Archiv? Ach so, ja. Er wollte Hippokrates wegen Torgal fragen. Er hat wohl was erfahren. Sag mal, weißt du, warum alle so aufgeregt sind? Wir haben ein Problem. Nahe Nordstedt ist eine Gruppe Fluchbrecher verschwunden. Welche denn? Coles. Sie sollten Träger aus einer Kutsche befreien, bevor sie auf dem Markt verkauft werden. Aber kurz vor dem Zugriff wurde der Transport von Goblins überfallen. Einer von ihnen konnte gerade noch einen Stolas losschicken, aber das ist Tage her. Sie hätten schon längst wieder hier sein sollen. Etwas stimmt nicht. Ich habe schon die Befürchtung, dass... Sie wissen sich schon zu helfen. Mach dir keine Sorgen. Aber das ist meine Schuld. Ich... Vor jedem Einsatz erinnere ich sie daran, warum wir das hier machen. Was wir verhindern wollen und wovor wir die Leute bewahren. Ich dachte immer, es ist gut, ihre Moral zu befeuern. Aber was, wenn sie deshalb zu viel riskiert haben? Ich gehe sie suchen. Dann werden wir beide Sicherheit haben. Danke, Sid. Tut mir leid, dass ich dir Ärger mache.
Der Auftrag war, die Sklavenkutsche beim Drachenhorst abzufangen. Ich fürchte, das ist alles, was ich weiß. Das dürfte reichen. Wenn sie da sind, wird Torgal sie finden. Den Sklavenhändlern geht not. Endlich gehen! Diese... Cole. Gut, dass du noch lebst. So halb. Sid, wenn ich fragen darf, was machst du hier? Doris hat mich geschickt. Ihr habt lange nichts von euch hören lassen. Sie hat sich Sorgen gemacht. Aber wir haben doch Nordstedt benachrichtigt. Hat Madame euch nicht informiert, dass wir noch leben? Jetzt weiß ich's ja. Und die Träger habt ihr auch befreit. Nur ein paar... Der Rest hat sich aus Angst in der Kutsche eingeschlossen, anstatt zu fliehen. Sie brauchen Hilfe, Sid. Aber wir können die Träger hier nicht allein zurücklassen. Das stimmt allerdings. Wo ist die Kutsche? Die Goblins könnten noch da sein. Du musst dich um die Verletzten kümmern. Bleib du hier. Ich mach den Rest. Na gut. Folge dem Pfad nach Süden. Es ist nicht weit bis zur Kutsche. Beeil dich bitte. Wenn die Goblins es in die Kutsche schaffen... Ist es aus für die Träger? Das werde ich verhindern. Danke. Und Sid, gut, dass du hier bist. Dank mir später. Sie wollen die Kutsche aufbrechen. Sie wollen die Kutsche aufbrechen. Date!
Wer bist du? Ein Freund. Wart ihr die Einzigen da drin? Warum seid ihr nicht geflohen? Hätten die Goblins es durch die Tür geschafft, wärt ihr geliefert gewesen. Wohin denn fliehen? Anderswo enden wir doch genauso elendig wie hier. Wer weiß. Vielleicht erwartet euch mehr, als du denkst. Freiheit, Sicherheit, ein richtiges Leben. Kommt mit uns. Wir beschützen euch. Sid, ich konnte dich nicht einfach... Sie leben noch. Bei allen Göttern. Dieser Mann hat sein Leben für euch riskiert. Damit ihr eine zweite Chance kriegt. Gut. Wir machen alles, was ihr wollt. Erst werden wir euch in Sicherheit bringen. Danach liegt euer Schicksal allein in eurer Hand. Überlass uns den Rest, Sid. Wir bringen sie zum Versteck. Danke. Ich sage Doris, dass wir Neuzugang bekommen. Racker stellen schon wieder Unfug an. Sid, weißt du was? Ein Stolas von Madame ist kurz nach deiner Abreise eingetroffen. Hätten wir nur etwas länger gewartet, hätte ich das vielleicht doch alleine klären können. Oder vielleicht auch nicht. Es geht ja doch alles schief, was ich anpacke. Coles Truppe ist lebend zurückgekehrt. Es geht also nicht alles schief. Nein, das war nur Glück. Ich habe diese Route monatelang beobachtet. Ich hätte wissen müssen, was euch erwartet. Welche Anführerin schickt ihre Leute hinaus, ohne alle Risiken abzuwägen? Ich hätte sie besser vorbereiten sollen, hätte Cole befehlen sollen, beim ersten Anzeichen von Gefahr umzukehren. Wir haben denselben Eid geschworen, Doris. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen, Cole. Verzeih mir. Bei allem Respekt. Wir Fluchbrecher riskieren unsere Leben nicht auf Befehl, sondern weil wir an unsere Sache glauben. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Spätestens dann, wenn man uns das Mal entfernt. Ich denke, das können wir alle bezeugen. Cole, ich habe niemals an dir gezweifelt, nur an meiner Fähigkeit als Anführerin. Danke, dass du mir vertraust, auch wenn ich nicht weiß, warum. Manchmal denke ich, ich würde viel lieber mit euch in die Schlacht ziehen, als euch fortzuschicken. Aber ich habe auch eine Rolle. Als Fluchbrecherin muss ich sie erfüllen und daran glauben, dass ich die Richtige dafür bin. Bist du. Bestimmt. Sag mal, weißt du, warum alle so aufgeregt sind? Du siehst aus, als würde gleich ein Schokoboküken sterben. Taya hat mir aufgetragen, das Mal eines Fluchbrechers zu entfernen. Ich hab das noch nie gemacht. Ich glaube, ich schaff das nicht. Ich habe Angst davor zu versagen. Ich weiß, dass du überlebt hast. Viele andere, aber nicht. Ist es wirklich das Risiko wert? Du kennst die Antwort. Du weißt ganz genau, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen in der Hoffnung, dass alle Träger einmal in Freiheit leben können. Doch bis dahin ist ein Mal eine Last. Noch müssen wir uns ihr entledigen, damit man uns nicht sofort erkennt. Die Operation mag gefährlich sein,
aber sie ist notwendig. Und vor allem ist sie freiwillig. Ich weiß. Ich wünschte nur, es ginge auch anders. Aber mit Selbstmitleid ist wohl auch niemandem geholfen. Keine Sorge. Ich tue, was ich muss. Ich weiß. Allerdings muss ich vor der Operation noch eine betäubende Medizin zusammenmischen für die Schmerzen. Und das kann ich leider nicht tun, da unsere Elmonea-Vorräte zur Neige gehen. Die paar Blätter, die wir noch haben, reichen nur für leichte Verletzungen, nicht für so etwas. Sag, wo ich hin muss. Du hilfst. Oh, danke. Niemand kennt sich mit Kräutern aus Vitaya. Und sie schwört auf Elmonea gegen Schmerzen. Es ist leicht zu finden, wenn man weiß, wo. Zu unserem Glück tue ich das. Am Fluss in der Nähe von Ember, drüben in Rosaria. Halte Ausschau nach leuchtend blauen Blüten. In der Nähe vom Fluss. Hier müsste es sein. Einzige Pflanze hier mit blauen Blüten. Hoffentlich die richtige. Damit ist die Krankenstube eine Weile versorgt. Ich hoffe, das wird Rodrigue etwas beruhigen. Racker stellen schon wieder Unfug an. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viel Mühe, das Kraut zu finden. Nicht mehr als sonst.
ja, das ist es. Und mehr, als ich erwartet habe. Ich denke, der Patient wird nichts spüren. Es sei denn, ich... Du schaffst das. Taya vertraut dir. Und ich genauso. Ohne fähige Heiler wie dich wäre das Versteck verloren. Danke für die netten Worte. Wirklich. Aber ich habe immer noch Angst. Das Mal ist mehr als Tinte auf der Haut. Es ist eine Falle. Starkes Wyvern-Gift, das direkt unter der Hautoberfläche lauert. Ein unüberlegter Schnitt. Ein einziger. Und das Gift gelangt in den Blutkreislauf. Der Patient stirbt. Und selbst Erfolg bedeutet großen Schmerz. Tagelange Qualen, während die Wunde heilt. Ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, nicht um sie... Ich möchte niemanden töten. Fluchbrecher führen ein hartes Leben. Die Operation ist nur der Anfang. Sie arbeiten im Verborgenen, riskieren Leib und Leben, wohl wissend, dass ihnen ihre Mühen keinen Ruhm einbringen. Und trotzdem gibt es Freiwillige. Woran liegt das? Überzeugung. Sie sind bereit zu sterben. Bereit zu kämpfen. Ihr Leben für eine Welt zu geben, in der Menschen wie wir mehr sind als bloßer Besitz. Deine Arbeit ist nicht einfach, aber ihr Teil genauso wenig. Du musst deinen Patienten Mut machen. Sei stark für sie. Du klingst wie Taya. Sie hat mir mal gesagt, es ist natürlich, dass ein Patient der Meinung ist, er müsste ganz alleine leiden. Wir Heiler sorgen dafür, dass dem nicht so ist. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich zögere nicht. Nicht mehr. Sag mal, weißt du, warum alle so oft? Jill war kreidebleich, als sie zurückkam. Clive, wo hast du gesteckt? Ich wollte dich was fragen, wegen Torgal. Wo hast du ihn her? Also, wo habt ihr ihn gefunden? Mein Vater hat ihn von einer Reise in die nördlichen Gebiete mitgebracht. Sie haben ihn inmitten eines Schneefelds winseln gehört und, weil er ganz allein war, einfach mitgenommen. Was denkst du, Harpo? Es passt jedenfalls zu meiner Theorie. Clive... Ich glaube, Torgal ist kein einfacher Hund, sondern ein Frostwolf. Ein sehr seltenes Tier aus dem äußersten Norden Valisteas. In einem unserer Folianten findet ein solcher Frostwolf Erwähnung. Dieser Wolf diente als Beschützer einer Königin des Nordens. Er hatte die Gabe, Äther zu beherrschen und konnte auf Kommando Magie wirken. Sein Name war Fenrir. Fenrir der Frostwolf. Und die Annalen erwähnen das zwar nicht konkret, aber ich bin mir recht sicher, diese Königin war ein Dominus von Shiva. Eine Frau aus den nördlichen Gebieten und ihr Gefährte. Sie erwacht als Dominus von Shiva und das Tier... Das heißt, Jill ist der Grund für Torgals Kräfte? Was? Genau wie Fenrir. Offiziell war er mein Hund. Aber Torgal und Jill waren unzertrennlich. Er ist als steter Begleiter von Shivas Dominus aufgewachsen. Und Jahre später sind seine Kräfte erwacht, als seine Herrin ihn am dringendsten brauchte.
Das stimmt. Wenn Torgal die verdammten Dalmeker nicht zur Hölle geschickt hätte, wär's aus gewesen. Fast. Denn Torgals Kraft ist seine eigene. Seine natürliche Gabe als Frostwolf. Sie musste nur erweckt werden. Ach, sieh an, Torgal. Du bist ja noch fabelhafter, als wir dachten. Ach, und macht euch bitte keine Sorgen. Torgals Gabe schadet seinem Körper nicht. Er frisst ja förmlich wie ein Behemoth. Gerade heute Morgen habe ich ihn mit der Nase in meinem Frühstück gefunden. Hier bist du! Ich habe dich schon überall gesucht. Bernard ist da. Du musst uns vorstellen, dann legen wir los. Ich komme sofort. Perfekt, oder? Das ist es. Ohne dich und alle anderen hätte ich's nicht geschafft. Ich werde mich revanchieren. Ab jetzt schufte ich Tag und Nacht für euch. Wirst schon sehen. Ich sag's dir, solche Wunder hat die Welt noch nicht gesehen. Da bin ich ja mal gespannt. Das wäre auch erledigt. Mal sehen, ob Vivien Neuigkeiten über Kupka hat. Ich wünschte, wir dürften mit bei ihr. Ich warte lieber, bis Mit fort ist, bevor ich mich... Ich dir heute behilflich sein, Clive. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? War's das? Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalith verlassen hat. Ja. Bleib dran. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Wartest du hier? Spricht denn etwas dagegen? Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will kein Herrscher sein. Das beruhigt mich. Clive, hast du kurz Zeit? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Für deine Mühe. Wie großzügig, gerne wieder. Onkel Byron? Clive, mein Junge! Zapf ein Fass an! Dein Lieblingsonkel ist hier!
dalmekische Regierung ersucht uns um Frieden. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch, kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Die Chasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja, es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Natürlich war all dies nur möglich, dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, eure Hoheit. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Nun lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt. So lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren, doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan, es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Dion? Ja, Herr. Mach dich kampfbereit. Aber Herr... Muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Wenn ihr es wünscht, eure Heiligkeit, dann breche ich auf. Vergeben. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, Eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen.
Annabella sprach also die Wahrheit. Du enttäuschst mich, Dion. Was macht denn Onkel Byron hier bei uns? Ich frag ihn am besten selbst. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. Jetzt hinterlassen sie ihre Kunstwerke auf. Bei uns nehmen die Überraschungen einfach. Mein geliebter Neffe, hab dich vermisst. Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich sehr hilfsbereiter Bursche. So wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier. Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist. Um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Port Isolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Du da? In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. 2000? Und ich fürchte, mehr weiß ich auch nicht. Eine Flotte südlich vor Port Isolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivian? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherja, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als die legendäre Kavallerie des Königreichs. Nur dank ihr war es Valut überhaupt erst möglich, den Blick auf die Länder jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen? Zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die Valuta an Land gegangen sind, um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen? Ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Port Isolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen schwer Verletzten einem Todesurteil gleich. Nein. Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten.
Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkoi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel, alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rossfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkoi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik, alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten. Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Kanva zu reisen. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen.